Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Wir haben jetzt schon in den vergangenen Videos, die Sie hoffentlich gesehen haben, schon eine Menge gesprochen über Immobilienerwerb, über Dokumente, über Unterlagen, die man haben soll. Und das ist und bleibt natürlich wichtig. Heute ein etwas exotisches, aber doch interessantes Thema. Die Immobilienpreise in Mallorca sind, man kann heute im Jahr 2019 sagen, hoch, um nicht zu sagen extrem hoch. Wo findet man da noch eine billige, günstige Immobilie? Das werde auch natürlich ich als Anwalt oft gefragt. Und da ist eine der Optionen natürlich die, statt nun in einer Stadt oder in einem Ortskern eine Immobilie zu erwerben, wie wäre es denn, wenn wir im ländlichen Bereich ein altes Bauernhaus halb zerfallen, man hat vielleicht ein handwerkliches Talent und sagt, Mensch, das baue ich jetzt mit eigenen Händen wieder auf oder mit Freunden. Wäre das eine Alternative? Attraktiv ist es schon, denn die Baupreise auf dem flachen Land für landwirtschaftliche Grundstücke sind deutlich niedriger als für Bauland. Bauland kostet einige hundert Euro der Quadratmeter. Auf dem Land können Sie durchaus eine oder manchmal sogar zwei Nullen streichen. Das ist also billiger. Aber die Risiken sind deutlich höher und die Einschränkungen, und darum soll es heute gehen. Hierzu gibt es allerdings eine Reihe von Gesetzen. Und die sind nicht ganz ohne Grund erlassen worden. Denn natürlich ist diese Tendenz auch dem Gesetzgeber nicht ganz unbekannt geblieben. Denn es soll ja verhindert werden, dass die Landschaft zersiedelt wird und dass Bauten im ländlichen Bereich möglichst eingeschränkt werden. Hier können wir unmöglich alle Facetten des Bauens im ländlichen Bereich beleuchten. Denn wo liegt das Dilemma? Bauland ist ein feststehender Begriff. Da brauchen wir nicht lange drüber zu reden. Was Bauland ist, weiß jeder Mensch. Das ist definiert. Da gibt es Bauschriften, Bauvorschriften. Aber im ländlichen Bereich gibt es so viele unterschiedliche Schattierungen und Facetten von landwirtschaftlichen Schutzgebieten. Es würde viel zu lange dauern, wenn ich die alle hier erläutern würde. Es gibt Landwirtschaftsschutzgebiete, es gibt Wasserschutzgebiete, es gibt Waldschutzgebiete, es gibt grundsätzliche Naturschutzgebiete, und in allen sind die Möglichkeiten, die theoretischen Möglichkeiten der Bebauung deutlich unterschiedlich. Und ich will vor allen Dingen eine der Hauptzonen nennen, das ist AREB, die eine der verbreitetsten Zonen ist und in denen man also auch nur ganz eingeschränkt bauen kann. Das ist die Area Rural de Interés, in der, wie gesagt, nur eine ganz eingeschränkte Bebauung möglich ist. Und darüber will ich noch einige Ausführungen machen. Erstens ist die Mindestgröße der Parzelle für die Bebauung eines Hauses sehr unterschiedlich und deutlich größer. Während man im städtischen Bereich vielleicht auf 500 Quadratmetern ein Haus errichten kann, im landwirtschaftlichen Bereich sind es für manche Zonen 50.000 Quadratmeter, für andere 14.000 Quadratmeter, die als Mindestfläche erworben werden müssen, damit dort ein Haus gebaut werden kann. Daneben darf nur ein Einfamilienhaus pro Parzelle gebaut werden. Ein Familienhaus, nicht mehr Familienhaus. Das wird oft daran gemessen, ob eine oder mehrere Küchen vorhanden sind. Also ein Einfamilienhaus darf logischerweise nur eine einzige Küche haben. Dann Bauart und Baubeschaffenheit müssen geregelt werden. Natürlich kann man im ländlichen Bereich keinen hochmodernen Steel and Glass Aufbau hinstellen. Hier ist die klassische Bauweise auf dem Land zu beachten. Satteldach in jedem Fall, Natursteinfassade und vieles andere mehr. Dies ist also eines der wichtigen Punkte, die da zu berücksichtigen sind. Wie ist es aber, wenn auf dem Grundstück bereits eine Scheune steht? Kann man die Scheune einfach wieder aufbauen und sagen, na gut, das ist jetzt mein Wohnhaus? Nein, auf gar keinen Fall. Es ist zu prüfen, welche Nutzungsart das Gebäude hatte. Wenn es nicht eine Wohnung ist, ein Haus war, eine Vivienda unifamiliar, dann ist das nicht erlaubt. Noch ein letzter Hinweis. Früher war es so, dass nach 8 Jahren, nachdem ein möglicherweise nicht legaler Bau ausgeführt wurde, diese Tat verjährt war und keine Abrissverfügung mehr drohte. Dies hat sich geändert. Seit Anfang 2018 verjähren diese Straftaten, und das ist eine Straftat, nie mehr. Das heißt, es droht
immer noch eine Abrissverfügung für illegale Aufbauten, die nach 2018 im ländlichen Bereich errichtet wurden. Also beim Bauen im landwirtschaftlichen Bereich, im ländlichen Bereich ist größte Vorsicht geboten. Vielen Dank fürs Zuschauen.